Servus Burschen, wir sind heute wieder back. Heute ganz spezielle Folgen. Wir sind zu Gast bei einem richtigen Rennfahrer und der ist auch alter Buchmaxi-Fanatiker wie wir. Und ich würde sagen, wir klopfen mal an, wir stehen da schon vor seiner Garage. Schauen wir mal in der Garage. Schauen wir, ob er da ist. Dax, was sagst du, wird das heute spannend? Das wird mega spannend heute. Okay, gut, dann gehen wir es auch. Schauen wir mal. Geht schon, Dax, schauen wir, ob er daheim ist in der Werkstatt. Warte, das dreht sich was. Da geht auf. Die Buchteppiche liegen schon da. Servus. Ach, da ist es da. Grüß dich, Philipp. Alles klar? Alles klar. Gleich hergefunden zu dir da. Sehr gut. Schön, dass du da seid. Ja. Wow, da steht schon ein Racing Goat. Viele werden es eh kennen, der Philipp hat eigene Buch-Maxi-Seiten, gell? Racing Goat heißt die. Sollen sich alle abonnieren, oder? Hoffentlich, ja. Ja. Na gut. Und du zeigst uns heute dein Buch-Maxi. Das ist echt schön, dass ihr da seid. Für mich seid ihr nämlich die geballte Kompetenz der Buch-Maxi-Szene. Wirklich? Ja, das ist echt. Also wie ich dein Moped vorher gesehen habe, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, einfach schön. Ja. Dass ich endlich einmal in echt sehe. Ja. Na, aber geil, dass du da seid. Ich muss sagen, dein Moped ist auch, wenn man das in echt sieht, Alter, ist das eine absolut arge Sache. Also das ist nochmal 100-mal geiler als wir. Ja, aber ich habe echt wirklich viel Arbeit reingesteckt. Und ja. Ich bin ja in das ganze Thema so ein bisschen durch Zufall reingerutscht, weil der Vater von meiner Freundin hat irgendwann einmal gesagt, kannst du mal einen Vergaser suchen für ihre Honda Camino? Ja. Und dann hat man das so taugt, auch die Teile suchen, weißt du eh, und dann habe ich es gemeinsam mit ihm eingebaut. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich selber so eine. Und ein richtiger Österreicher hat ein Buch Maxi, so ja. Habe ich das gelernt. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, du, frag einmal da bei deinem Spätzle, der hat nämlich so einen Zweiradshop, ob der nicht zufällig einen nebeneinander stehen hat. Und dann hat er mich angerufen und hat mir die P1 da gekauft. Ist eigentlich kein richtiger Maxi mehr in dem Sinn, aber es war mal ein guter Anfang und bei der wollte ich nichts machen. Ja. Die wollte ich einfach im Originalzustand lassen. Und dann habe ich mir einen Suchagenten eingestellt bei Willhaben. Okay. Ja, und dann habe ich den sofort angeschrieben, habe es gekauft und habe nicht geschaut, woher es kommt. Dann hat er mir die Adresse geschickt und dann hat er gesagt, der ist in Oberwart. Ja. Da war ich noch nie vorher, habe gar nicht gewusst, wo das ist. Und dann bin ich aufgefahren, 4 Uhr in der Früh, hab's abgeholt und vorher war es ja blau. Okay. Vielleicht können wir das nachher einmal einblenden, ja, das im Originalzustand. Genau. Okay. Und mir taugt es halt Schrauben, weil ich bin halt früher viel Kart gefahren auch und mir hat das Schrauben immer taugt. Und dann haben wir gedacht, ich brauche jetzt ein Projekt, wo ich einmal ein bisschen mehr ausleben kann. Ja. Warum hast du es dann, aus welchem Grund hast du es dann eigentlich von blau? Ja. Rot? Ich meine, ich frage so blöd, weil wir haben ja gestern schon geredet. Gell? Das, ja. Das war ein bisschen eine blöde Geschichte. Das war so ein typischer Fall von zugeschaut und mitgebaut. Ja. Ich habe es eigentlich komplett so lassen. Ich habe nur die Armaturen umgebaut. Den Homoed-Auspuff. Ja. DAX Factory natürlich. Seilzugstarter habe ich umgebaut. Und dann habe ich ein schönes Foto gemacht am Mondsee, weil ich so stolz war, dass es fertig war. Und dann habe ich nur die Idee gehabt, dass ich mir ein Drehzahlmesser drauf tue. Und dann habe ich natürlich die Zugführung aber da. Und dann sind nur zwei Schrauben am Boden gelegen, eine kurze und eine lange. Und das Moped war halt warm und ich drehe die lange Schrauben rein und dann sind nur ein paar Tröpfel Benzin auf dem heißen Auspuff und auf dem Zylinder und dann hat es ein leichtes Flammeninferno gegeben. Ist so gegangen. Und dann ja, war es halt leicht verbrennt und der Kabelbaum und alles zusammenbrennt natürlich. Bin ich schnell aufgesprint und habe einen Feuerlöscher geholt, aber bis ich wieder zurückgekommen bin, ist der Nachbar schon da gestanden und alles gelöscht zum Glück. Ja, und dann habe ich einen befreundeten Buchclub, die Pirates, und der Christoph, der war da federführend und hat gesagt, ich kann da helfen beim Aufbau. Und dann haben sie mir es lackiert und die ganzen Teile haben wir alle schwarz gemacht. Ja. Einen Motorblock schwarz angestreut, Zylinder, Kopf, ja. Einen schwarzen Homoed-Auspuff. Und okay. Ich wollte es halt in Ferrari rot haben, das ist also Rosso Corsa, ist ja eigentlich eine BMW-Farbe. Ja. Und alle Anbauteile schwarz. Und dann habe ich es über den Winter zusammengebaut. Und seitdem bin ich süchtig. Leider. Sollen wir da jetzt einblenden drunter, so wie im Fernsehen immer, weißt du, Philipp, wie alt bist du, 31? Ja, genau. Philipp, 31, Buchmaxi-süchtig. Ja. Das ist halt voll das geile Hobby und es taugt mir halt voll, das, wie gesagt, das Zangeln und die Teile zusammensuchen und Teile kaufen und wieder irgendwas verbessern und erneuern. Ja. Kaputt geschraubt habe ich auch ab und zu was.
Aber gehört auch dazu, gell? Das gehört auch dazu. Ja. Und da sagst du, da kommst du eigentlich vom Rennfahren, weil, ich meine, alle werden es jetzt nicht wissen, aber wir kennen sie die Leute. Du fährst ja, glaube ich, Autorennen, gell? Sagen wir mal so. Ja, genau. Kannst du es kurz erzählen? Also, ich habe mit 7 oder 8 im Kartfahren angefangen. Ja. Und bin dann über die ganzen Junior-Formel-Serien, Formel BMW, Formel 3 und so, Formel 2 bin ich auch gefahren. Über die Porsche Markenpokale dann, die ich gewonnen habe, zu BMW gekommen. Ja. Und bin seit 2016 einer der Werksfahrer. Eine geile Geschichte. Habe ich letztens bei der Grenze, hat mir der Grenzbeamte gefragt, was ich beruflich mache, weil ich nach München habe müssen. Habe ich gesagt, ich bin Werksfahrer bei BMW. Dann habe ich gesagt, das hört sich irgendwie nicht so spannend an. Fährst du dann von einem Werk dann zum anderen und bringst dich. Also, Werksfahrer heißt natürlich Rennfahrer für BMW Motorsport und bin die letzten 3 Jahre in der DTM gefahren. Bin viel Langstreckenrennen gefahren, auch im Daytona, Sebring, Spa, Nürburgring, mein absolutes Lieblingsrennen. In Le Mans bin ich zweimal am Start gestanden und heuer bin ich die ganzen Langstreckenrennen in Amerika gefahren, also Daytona, Sebring, Watkins Glen und Petit Le Mans. Das ist jetzt nur im November, also ja. Daumen drücken dann bitte, so ja. Richtig. Werden alle, was das Video sehen, wirst sehen. Sehr gut. Ja. Und ja, das ist auch immer witzig bei den ganzen Rennwochenenden. Die vielen Ingenieure von uns, die haben auch irgend so ein Hobby, was denn mit Vespa oder mit irgendwelchen anderen Mopeds. Ja. Und denen gehe ich immer voll auf die Eier. Wie kann ich das jetzt machen und wie muss ich das verkabeln? Und denke schon, also ich weiß nicht, dass ich nicht ganz dicht bin, aber das unterstreicht das nochmal. Und du hast uns gestern schon gezeigt, die Ingenieure waren da und haben. Ja, genau. Haben bei dir sogar, also muss man sich einmal vorstellen, BMW. Habe ich das schon erwähnt? Nein, hast du noch? Schau, da, zack. Ja, und leicht hinten und vorne. Hinten und vorne gleichzeitig. Muss man jetzt getrennt einschalten. Ja. Ja, das war ganz witzig. Cool, die paar Ingenieure von uns, die haben letztens ein Fahrradtraining am Salzburgring gemacht. Ja. Und dann habe ich gesagt, kommt schnell vorbei. Und am Wochenende davor waren wir in Barcelona. Ja. Haben wir Rennen gehabt. Und dann habe ich die ganze Zeit gefragt, wie ich das jetzt verkabelt, weil ich habe von Elektrik überhaupt keine Ahnung. Dann hat er mir das aufgemalt und dann hat er schon gesehen, dass bei mir nur Fragezeichen in die Augen sind. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich mach das jetzt. Und dann waren echt 4-5 BMW-Ingenieure da, Elektriker hauptsächlich, und die haben das ganze Moped auseinandergerissen, haben die Kabel eingezogen und alles verlegt. Ja. Also ein Kinderspiel, aber für mich war es Atomphysik. Das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt leicht, schau, hinten. Ja. Wahnsinn, das ist richtig geil. He? Kennzeichenbeleuchtung, alles da eigentlich, klar. Gell? Ja, das ist echt stark, bist narrisch. Ja, cool, na, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, welche Teile du im Detail verbaut hast, oder? Perfekt. Erzählt, du hast ja, die war ja eigentlich blau und du hast das umgelegt. Genau. Und teiletechnisch hast du da eigentlich auch nicht das Oman gehabt, glaube ich, hast du auch schon erwähnt. Gell? Genau, also Auspuff habe ich den Homoet dazu gekauft, der war noch nicht drauf. Ja. Was hast du vorher Oman gehabt? Den originalen, aber der hat den komplett ausgerammt. Das Ding, das war so laut, das war brutal. Das war echt ein bisschen peinlich. Ja. Und gut, der ist auch nicht viel besser. Ja. Aber ich wollte halt einen kurzen Auspuff haben, weil ich wollte halt so vom Grundgedanken haben, dass es sehr minimalistisch ist. Ja. Und deswegen wollte ich so einen kurzen Auspuff haben, da mit der Schnecken. Ja. Und sonst ist ein 65er Metra-Kit-Zylinder drauf. Mhm. Mit dem Kopf dazu. Mhm. Ja. Vergaser hast du, glaube ich, was ist das? Genau, der Lotto, BHB 19. Ja. Und da habe ich auch extrem viel Setup gemacht. Und weil es hat am Anfang habe ich mit der Nebendüsen so schwer da, ja. Weil es von unten aus nicht gescheit gegangen ist. Ja. Und da habe ich echt viel miteinander geschraubt, aber jetzt läuft es ganz gut. Okay. Cool. Und dann wollte ich mal unbedingt nur den kurzen oder den kleinen Kupplungsdeckel haben. Ja. Und Zündung ist das ein BVL oder was? Ja, Zündung ist MVD. MVD. Ja, genau. MVD. Ja. MVD-Zündung, cool, weil das wird auch was Besseres schon drin sein, oder ist da noch die originale? Nein, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Weil da habe ich nichts selber gemacht beim Motor, da habe ich gesagt, das muss irgendein Profi machen, der sich da wirklich auskennt. Okay. Kupplung hast du gleich gestern schon gesagt, hast du auch die neue Buchstabe. Ja, drin, gell? Funktioniert echt super. Ja, also kannst du sagen, kann man weiterempfehlen. 100%, ja.
Ich habe vorher nämlich so ein DMP drinnen gehabt, ja. mit den roten Federn. Ja. Und wie ich die Federn rein da habe, da habe ich mir halber die Finger aufgestochen, weil die Federn so schweinegegangen sind. Ja. Und das ist bei dir echt super, weil du hast einen ganz normalen Inbus, also drei Inbus-Schrauben, wo du die Federn dann halt vorspannen kannst. Genau. Und vom originalen Setup, wie sie es geschickt haben, habe ich jetzt nur, glaube ich, drei Umdrehungen rein. Ja. Jetzt macht es, glaube ich, bei 6.000 oder sowas macht es auf. Okay, super. Also mir taugt das, wenn ich den Berg runterfahre. Ja. Und wenn du dann Gas gibst und das ist über uns reinkuppeln. Ja, das stimmt, ja, genau. Das ist geil. Deswegen habe ich es vorgespannt. Ja. Sonst habe ich ja 1345er Ritzel drauf. Ja. Also so 1345er Übersetzung. Wie schnell rennt es? Circa mit der Übersetzung. So also laut Tacho 65. Okay. Ja. Das ist eine gute Trinkline, sage ich mal, mit der Maxi noch. Sag ich mal, angenehm fahren kann, weil alles, was nachher über 70 ist. Nein, das ist immer so wichtig. Ja. Dark Spectre auch heißt er, ey, klar. Auch nicht vergessen, gell? Beste, wo gibt. Muss auf jeden Maxi haben, gell? So sagst das. Du. Und seit gestern auch noch Mofa-Werk-Fußrasten. Mofa-Werk-Fußrasten, aber auch noch neu gehoben, genau. Ja. Und das Einzige, was ich jetzt machen lasse, ist, oder mache, ist andere Reifen drauf, weil die taugen mir nicht so. Ja. Und das Profil gefällt mir auch nicht so. Ja. Und jetzt hat man den Conte Semislick besorgt über unseren Club. Und sonst wollte ich halt einfach, wie gesagt, dass es sehr minimalistisch ist. Ja. Also auch mit dem niederen Lenker. Ja. Das ist echt lässig. Wir haben es ja gestern schon den ganzen Abend bewundert. Das ist ja eine Buchmaxi, wie sagt man, alte Buchmaxi-Schwäche, wenn so ein Gerät irgendwo steht. Stehst 3 Stunden in der Regel nur um dumm und schaust da jedes Detail zehnmal an. Und immer haben wir nur eine Idee gehabt, gell? Ja. Ja. Ja, man wird halt nie fertig, wie wir gestern gesagt, gell? Das ist. Es gibt halt eine perfekte Maxi für jeden Abend. Ja. Ja. Am besten ist, du hast 10 Ei. So schaut's aus. Genau. Ja, jetzt habe ich noch ein zweites Projekt angefangen. Ja. Also L2 haben wir mal. Das war. Bei mir hat mein Maler ist ein guter Spätzle von mir. Ja. Und der hat gesagt, wenn er außen die Fassade noch mitmachen darf, dann ist das Moped quasi inklusive. Okay. Und der hat jetzt letzte Woche komplett zerlegt, habe alle Teile schon bestellt bei Buchshop und die kriegt dann mal Freundin zum Geburtstag. Super. Aber das wird auch nicht die letzte sein, weil ich hätte gerne nur eigentlich 2. Ja. Also du hast noch weitere Ideen. Ja, komplett, ja. Da müssen wir fast nachher irgendwann nochmal kommen, wenn dann alle Projekte mal da strengen. He? Da habe ich dann hoffentlich eine größere Garage, weil irgendwann passt da nichts mehr. Ja, das ist glaube ich, das Leben, was wir alle haben, gell, dass irgendwann der Platz fast nicht mehr reicht. Gell. Ja, nein, aber lässig, jetzt müssen wir es fast einmal so anreißen. Ich würde sagen, dass wir es anreißen und dann fahren wir mal runter, oder? Ja, lässig. Wie wächst unsere Maxis mitgenommen? Ah ja, das habe ich noch nicht gesagt. Das war ein Geburtstagsgeschenk vom Vater von meiner Freundin, der ist Werkzeugmacher. Und der hat mir den Draht mit meinen Initialen drauf und Buchwappen. Ja, dann sagst du deine zwei bekannten Worte. Dann würde ich sagen, Philipp, let's go. Ja, okay. Ich brauch den auch. Herrlich, so ein Zweitaggeruch. Was gibt. Gleich mal in der Früh. Sind wir gleich alle munter. Ja, ja, cool. Dann würde ich sagen, oder? Wir schauen mal, ob unsere ausspringen. Und wenn es dann soweit ist, dass wir starten, dann würde ich sagen, nehmen wir die Leute auch gleich mit. Gell. Perfekt. So machen wir das. Vollgas. Heute habe ich einen Traumtag allein. Hab ich nicht schon gesagt, dass ich auf Akku umgebaut habe? Zeig dir an. Wirklich, oder? Schau. LED. Das ist echt aber mega. Also das kannst du, weil zwar hast du uns jetzt schon öfters gezeigt. Wirklich? Ich bin jedes Mal erstaunt. Das ist echt ein Wahnsinn. Aber sind wir so, können wir schön runter dran. Ja. Rund um den Mondsee. Genau. Zum Beispiel. Ja, du bist heute unser Touristenführer. Ja. So, Herr Sohn, Touristenführer findest du halt auch nicht alle da.
glaube ich schon, der ist geil. Der erste Boxenstopp ist eigentlich. Wird das gerannt bis jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Wir haben da einen kurzen Reparaturstopp beilegen müssen. Ja. Weil man schon gedacht, irgendwie ist komisch auf der Hinterachs. Und dann sind wir schon in Steffi und dann haben wir gesehen, dass auf der Hinterachs beide Rotnuppern fahren. Ja. War jetzt nicht so gut, gell? Ja, nicht so gut, das ist nicht zum Weihnachten. Der Klassiker halt genau bei der Hälfte von der Distanz. Genau. Ja, wir fahren da nämlich gerade eine Runde um den See. Sieht man das dann vielleicht eher auf der Kamera. Wahnsinn, gell? Genau, wunderschön da. Philipp zeigt uns. Schöne Gegend. Schöne Gegend, genau. Gell? Ja, ja, und jetzt ist es wieder rechtfertig, oder? Du ja, hast ich kurz einen Kaffee getrunken. Ich habe einen Kaffee getrunken dabei, ja. Du bist mit einer... Dax und ich sind zugelassen. Genau. Kurz die ganze Werkstatt, die ganze Garage auf den Kopf gestellt und die Murren gesucht. Ja. Besser, wie du euch sagst. Ich glaube schon. Ja. Oder? Was sagst du? Ich sag auch, ja. Besser wie nein. Max ist ja der Obertechniker von uns, was sagst du da dazu? Schaut jetzt wieder gut aus, ja. Vorbereitet. Okay. Das heißt, jetzt kommt die zweite Hälfte eigentlich. Jetzt kommt die zweite Hälfte. Jawohl. Wir starten die Motoren. Alle wieder startklar. Alle wieder startklar. Der Racing Goat ist auch wieder voll bereit. Racing Goat ist wieder voll am Start. Jawohl. Ich bin ein bisschen Zahnweh gehabt gerade. We'll be right back.
Wir sind wieder alle gut heimgekommen. Philipp, danke nochmal, dass wir bei dir vorbeischauen haben dürfen. Sehr gern. Geil, dass du da warst. Dass wir dein Maxi probieren haben dürfen. Klar. Echt ein geiles Gefährt, Dax, oder was sagst du? Ja, super stabil. Ja. Reint gut. Geht ja. Gut. Ist durch die Qualitätsprüfung durchgekommen, war ich. Ist durch die. Das ist ja das größte Ritterabzeichen, was ich haben kann. Genau, ja. Auf jeden so Fall. Ein Ritterschlag. Ja, nein, dann würde ich sagen, nächstes Mal musst du bei uns fast vorbeischauen. Ja, 100%, sehr gerne, ja. Und dann machen wir so wie sagt man, du musst nachher so, wie bei Grip circa, musst du nachher so einen Check machen, weißt du, die Mopeds durchtesten. Kein Problem, mach ich das. Ja. Ein Burnout haben wir jetzt keinen gemacht. Burnout haben wir keinen gemacht. Aber der Reifensatz kommt eh runter. Ja. Ja, genau. Können wir das reinschneiden? Genau. Ja, na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Philipp, du musst auch unbedingt vorbeischauen. Sehr gern. Ja, und dann gibt es vielleicht einen zweiten Teil davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.